Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Top- und Flop-Video von mir und zwar speziell bezogen eigentlich auf den Herbst ja und halt Neuheiten, die ich so habe, aber das meiste sind halt Produkte speziell bezogen auf den Herbst oder jetzt schon Winteranfang und ja, es sind ganz schön viele Top-Produkte geworden und nur relativ wenig Flop-Produkte, was mich persönlich sehr, sehr freut, aber ja, schaut selber. Und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß dabei. So, ich würde sagen, wir beginnen erst einmal mit den so kosmetischen Dingen. Als erstes fange ich dann mal an mit den Top-Produkten. Hier habe ich zwei Blushes, die jetzt nicht speziell für den Herbst sind, sondern generell. Denn bei mir, ich bin blass und werde vor allem im Winter sehr, sehr, sehr schnell rot. Und deswegen kann ich keine knalligen Farben tragen und muss immer zu relativ leichten Produkten zurückgreifen. Und hier habe ich zwei Produkte entdeckt, die wirklich gut dafür sind, für diejenigen, die halt auch Probleme damit haben. Kann ich nur weiterempfehlen. Einmal ist es das, was ich schon seit längerer Zeit habe. Das ist der Catrice Multicolor in der Farbe 060 Strawberry Frappuccino. Das ist halt ein Blush, der aus verschiedenen Farben besteht, aus 4 Stück, von heller auf dunkler also übergeht und ja, ich gucke gerade, ihr werdet es wahrscheinlich so kaum erkennen, aber naja, die Farben vielleicht doch schon etwas, auf jeden Fall sehr schön, wenn man kann es auch so relativ abmischen, ist mir so aufgefallen, man kann, wenn man es heute mal etwas dunkler haben möchte, mehr in die dunklere Farben reingehen, also öfter mit dem Pinsel in die dunklen Farben als in die hellen reingehen. Wenn man es heller haben möchte, eher in die hellen. Und wenn man so einen schönen Mittelton, wie ich es meistens mache, dann einfach über alle mal streichen. Also das kann man sehr variieren und ja, finde ich sehr gut. Ansonsten habe ich auch noch den ich im Tauschpäckchen zugeschickt bekommen habe. Der Essence Silky Touch Blush in der Farbe 50 Sweetheart. Der sieht so aus. Den finde ich auch sehr schön, weil der relativ leicht ist und mir kommt es vor, so dass er nicht sehr stark pigmentiert ist, aber das ist gerade gut. Also ist wirklich so ein leichter Schimmer eigentlich nur für die Wangen mit ganz, ganz, ganz wenig Farbe und das gefällt mir ganz gut. So, das waren auch schon meine Blushes. Weiter geht es mit den Lippenprodukten. Hier habe ich auch etwas aus dem Tauschpäckchen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und zwar ist das der Astor Soft Sensation Lip Color Butter. So sehen die aus. Ich habe den jetzt in der Farbe 010 Pink Lady. Die Farbe finde ich auch perfekt. So sehen die ganzen Dinge aus. Die sehen halt einfach aus wie Stifte. Ich swatch euch den mal eben. So. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da meine Kamera jetzt sehr gut fokussiert. Aber es ist halt einfach so ein schönes Rosa. Und das gefällt mir ganz gut. Auch für den Alltag so relativ, weil es einfach nur eine leichte Farbe ist, die aber so einen gewissen Akzent auf die Lippen setzt. Und ich persönlich im Herbst betone da am liebsten meine Lippen. Irgendwie bin ich so im Herbst immer die Lippen. Und ich finde den ganz gut, weil der wirklich, die Farbe bleibt relativ lang auf den Lippen. Es ist jetzt nicht so, dass man ihn aufträgt und dann stundenlang rausgehen kann und die Farbe immer noch da ist. Man sollte ihn sich mitnehmen. Aber er ist auf jeden Fall ganz gut und die Farbe bleibt. Auf jeden Fall pflegt er die Lippen aber gleichzeitig etwas und man merkt, dass er sie nicht austrocknet, sondern er im Gegenteil Feuchtigkeit spendet. Und das finde ich sehr gut an denen und außerdem riecht er einfach wahnsinnig lecker. Ehrlich, da würde man am liebsten so reinbeißen, so wie er riecht. Ja, dann habe ich außerdem hier so einen Catrice Lippenstift in der Farbe CO2 Extravagant. So, aber ihr werdet ehrlich sehen, das ist so eine, ich glaube, das war eine LE. Ich bin mir aber nicht sicher. Ihr müsst einfach mal gucken, ob ihr den findet. Der ist so schwarz verpackt. Und zwar ist das so ein Braunton. Ja, und er riecht einfach so mega toll nach Schokolade. Das ist unfassbar, wie toll er nach Schokolade riecht. So sieht er geswatcht aus, also dieser hier. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Weil meine Kamera, wie gesagt, mit dem Fokussieren, sie hat es einfach nicht drauf. Oder ich habe es einfach nicht drauf. Besser gesagt, ja, ist halt wirklich so ein schöner
leichter Braunton. Und ich finde, auf den Lippen sieht das sehr gut aus. Auch wenn sich jetzt einige denken bestimmt, braun auf den Lippen, das ist doch sicher etwas komisch eher. Und das sieht man ja auch nicht so überall jetzt. Das ist keine übliche Lippenfarbe. Aber ich finde, vor allem in den Herbst passt dieser Ton perfekt rein. Und das ist, der pflegt die Lippen so gut, das merkt man richtig. Auch wenn nichts davon da drauf steht, man merkt einfach diese Feuchtigkeit, die auf die Lippen gebracht wird durch den, und er riecht so süß nach Schokolade. Ob er jetzt danach schmeckt, darauf habe ich noch gar nicht so geachtet, aber er riecht auf jeden Fall sehr nach Schokolade und das ist für mich noch ein kleiner Bonuspunkt. So, weiter geht's mit Nagellacken, beziehungsweise alles, was mit Nagellacken zu tun hat. Wir sind noch immer bei den Tops, wie ihr merkt. Und zwar habe ich hier zwei Nagellacke. Einmal ist das der von Kiko. Das ist die Farbe 385. Und einmal Color Club. Das ist die Farbe 881 High Society. Das sind zwei Farben, die ich auch sehr gerne getragen habe. Und ich muss sagen, Kiko Nagellacke. Also ich kaufe mir in letzter Zeit nur noch Kiko Nagellacke, weil sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach perfekt sind. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie teuer die sind, weil ich mir die meisten im Ausverkauf geholt habe. Da haben die nur 1,50 gekostet. Ich glaube, so im normalen Preis kosten die um die 3 Euro, 3, 4 Euro so. Oder 5, aber es ist auf jeden Fall unter 10 Euro und ja, etwas teurer als Essensnagellack oder sowas, aber das ist ja kein Problem, denn sie halten echt lange und sie lassen sich so gut auftragen. Und haben so ein schönes Farbergebnis. Und die Farbauswahl ist bei Kiko auch einfach der Wahnsinn. Deswegen Kiko Nagellack auf jeden Fall ein Top. Und der von Color Club war in der Glossy Box drin. Und ich muss sagen, die Farbe passt einfach perfekt in den Herbst. Weil die Farbe war einfach so schön. Das habe ich ja auch schon gesagt, als ich es ausgepackt habe. Und das hat sich nur bestätigt. Und er hat auch relativ gut gehalten auf den Nägeln. Und war auch angenehm aufzutragen. Ja. So, womit geht's weiter? So, dann habe ich eine Wimpernzange, die ich auch schon länger habe. Die war in der Juli-Ausgabe, glaube ich, der Glossy Box, meine ich. Das ist von Emite Make-up. So sieht die halt aus, schwarz mit so einem roten Bändchen. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass eine Wimpernzange so viel ändern kann an den Wimpern. Davor habe ich immer die von Abelin benutzt und war eigentlich auch relativ zufrieden mit ihr. Sie hat meine Wimpern hochgebogen. Allerdings haben sie nicht so lange oben gehalten. Ich dachte mir aber, das liegt einfach nur an meinen Wimpern und das geht gar nicht anders so bei denen. Aber ich habe gemerkt, mit dieser Wimpernzange halten sie viel länger oben und bleiben auch meistens von morgens bis abends in ihrer perfekten Form und sie haben auch einen schöneren Schwung. Also bei der Abelin war das so eher wie so ein Viereck, das hochging, wenn man es normal so dran gedrückt hat, so wie ich es mache. Hier ist es ein schöner, natürlicher Schwung. Ich glaube, sie kostet um die 27 Euro allerdings. Sie war in der Glossy Box drin, aber ich empfehle sie echt wärmstens denjenigen, die Probleme haben, auch mit den Wimpern. Sie macht echt den Unterschied. Das merkt man. Dann war es das auch schon mit meiner dekorativen Kosmetik. Jetzt komme ich allerdings noch so zu normalen Kosmetikprodukten, die hinter im Top stehen. Und zwar im Herbst, ganz, ganz wichtig, Handcremes. Hier finde ich eine für unterwegs besonders gut. Das ist die von Earthling Sweden. Das ist die Handcreme, die hat einfach keinen Namen, sieht aber so aus. Werdet ihr, glaube ich, irgendwo online finden. Ich weiß es nicht genau, wo es die gibt, weil das so eine Marke ist, die man eigentlich nur im Ausland bekommt. Und die mir mitgebracht wurde, ganz, ganz lieberweise. So weiß ich nicht, wo man sie im Internet findet. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe ja, dass Miyakosa sie irgendwann zur Verfügung stellen wird, weil dort sind ja öfter solche Sachen. Aber im Moment kann ich euch da noch nichts zu sagen. Auf jeden Fall zieht sie sehr schnell ein und spendet einfach so eine wahnsinnige Feuchtigkeit. Das glaubt man gar nicht. Das ist super. Für die Nacht aber empfehle ich auf jeden Fall, was auch ganz, ganz großer Top war bei mir. Solche Handschuhe, das sind einfach, ja, solche ganz dünnen Handschuhe. Ich habe sie jetzt aus der Apotheke. Die gibt es aber auch bei DM. Die kosten, glaube ich, 2-3 Euro bei DM. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich habe sie aus der Apotheke. Einfach so ein ganz normaler Handschuh. Ich weiß gar nicht, woraus der besteht. Ganz, ganz dünn. Dann cremt ihr euch vor der Nacht, bevor ihr schlafen geht, die Hände ein. Hier benutze ich gerne die
P2, P2 Ultra Fresh Handlotion in der Mango-Butter- und Joghurt-Extrakt, weil ich finde, sie braucht sehr lange zum Einzeln. Sie braucht wirklich 15 Minuten fast bei mir. Und das ist aber gar nicht so schlimm, wenn man es über die Nacht macht mit diesen Handschuhen, weil sie gibt auch eine schöne Feuchtigkeit ab und deswegen über die Nacht einfach für mich ganz gutes Kombo. Und am nächsten Tag sind eure Hände dann echt so weich, wenn ihr das macht. Sie werden es euch danken, auf jeden Fall. Apropos Hände, habe ich hier noch ein Produkt, was für mich ein absoluter Top ist. Und zwar von Mary Kay. Das bekommt ihr online auf jeden Fall und halt bei solchen Menschen, die nach Hause kommen und euch Produkte andrehen. So wie Tupperware, nur bei Cosmetic Mary Kay ist auch sowas. Das ist das Satin Hands Peach und zwar ein Hand Scrub. Also das ist einfach wie so eine Handcreme, die drückt ihr raus. Ja gut, ich habe sie jetzt zugemacht. Okay, besser so vielleicht jetzt. Die drückt ihr raus auf vorher angefeuchtete Hände, dann tupft ihr euch die, also ihr macht euch eure Hände nass. Dann tupft ihr die ab mit einem Handtuch, aber so, dass sie halt trocken sind, aber noch feucht sind. So wisst ihr, wie ich das meine? Dann tut ihr etwas von dem Hand Scrub drauf, also Handpeeling, und verreibt das gut, bis es so eine weiße Schicht bildet halt so. Oder bis ihr euch halt sicher fühlt und so. Ich mache es meistens noch etwas länger. Dann mit warmem Wasser abwaschen und eure Hände sind echt wie so ein Babypopo. Die sind so weich und man merkt einfach diese wahnsinnig gute Pflege und sie riechen auch nach, also wer Mango mag, ach Peach, Pfirsich, ja, Entschuldigung, ich habe mich gerade verwechselt mit diesem hier, aber man merkt wirklich diesen Geruch einfach, es strömt die ganze, er bleibt die ganze Zeit auf euren Händen, ihr könnt euch die so oft waschen, ihr wollt, die bleibt auf euren Händen, das finde ich perfekt und super schön. Und anschließend kann man dann halt, das kann man gut vor der Nacht machen, anschließend eine Handcreme benutzen. Der perfekte Mix für die Hände, damit sie auch sicher den Winter überleben und den Herbst. Apropos Pflege, habe ich noch etwas zu meinem Augen-Make-up zu entfernen zu sagen. Und zwar ist dieser Venus Make-up Remover, also Augen-Make-up Entferner, mein absoluter Favorit. Ihr merkt, also ich habe ihn mir letzten Monat muss es gewesen sein, gekauft. Er ist schon über die Hälfte leer, aber ich habe noch keinen einzigen Augen-Make-up-Entferner gefunden, der so schnell und so gut das Augen-Make-up runternimmt und nicht gerade aus der Preisklasse 20 Euro ist. Dieser hier kostet ungefähr 7 Euro, also etwas teurer als in der Drogerie. Gibt es auch nur bei Douglas zu kaufen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Merkt, wie die Augen gleichzeitig durch dieses Öl, was hier oben ist, gepflegt wird. Und es geht wirklich so schnell runter, euer Augen-Make-up komplett. Finde ich einfach super, wirklich super. Ja, dann habe ich noch etwas so zur Körperpflege. Und zwar ist das Balea Diamantentraum Dusche. Das ist eine LE, die aber immer noch da ist, soweit ich weiß. Und ich habe schon gesagt in diesem Haul, dass ich die einfach liebe, weil sie nach gute Nacht riecht. Es riecht einfach so, als würdet ihr als kleines Kind in eurem Bett krabbeln und eure Mama würde euch einen guten Nachtkuss geben. Genau so riecht das. Einfach göttlich. Ich liebe es. Jeder, bitte versprecht es mir, wenn ihr beim DM seid, riecht einmal da dran. Ihr werdet es nicht bereuen. Also ich weiß ja nicht, Geschmäcker sind zwar unterschiedlich, aber ich liebe das. Dann zu Düften, die ich im Herbst besonders gut finde. Einmal ist das hier das Coco Chanel Mademoiselle. Das habe ich auch schon seit eineinhalb Jahren jetzt ungefähr. Und das ist bei mir noch relativ voll dafür, finde ich. Aber ich benutze es auch sparsam. Aber ich finde auf jeden Fall, Coco Chanel Mademoiselle ist einfach der perfekte Duft für den Herbst. Ehrlich, er riecht einfach so richtig nach Herbst. Nach femininem, also es ist nur ein femininer Duft, der relativ streng, aber gleichzeitig süß ist und einfach, er riecht nach Herbst. Und ich finde das Flakon mit dieser leicht Rosé-Gold, würde ich sie beschreiben, die Flüssigkeit, finde ich, passt auch perfekt in den Herbst rein, also ein absoluter Herbstduft. Außerdem finde ich ganz gut, wer es süßer mag im Herbst, anstatt so fraulicher, strenger, dieses Playboy Deo, das ist das neue
Playboy, wie auch immer es heißt. Ich weiß es nicht, ob es hier unten steht. Wenn ja, kann ich es nicht lesen. Auf jeden Fall ist das das neue Playboy. Diese, aber die Fläschchen werdet ihr so erkennen. Riecht ganz angenehm für den Herbst auch wieder, aber etwas süßere Art. Dann habe ich auch noch etwas zum Geruch. Und das sind auch meine letzten Tops. Und zwar sind das Kerzen. Diese zwei, die es bei Ikea gibt. Einmal ist es so eine, die ist rosa und mit Rosen drauf. Und einmal so eine, die ist weiß und mit so einem Vanilleeis mit Schokostreuseln drauf. Und ich finde, in der Kombo, wenn man die zusammen anzündet, ist euer Zimmer einfach so perfekt für Schlafen vorbereitet. Und ich finde im Herbst und Anfang Winter Kerzen einfach, man kann sie auch einfach, also ich kann nicht auf sie verzichten. Ich bin einfach der totale Kerzenfreak. Bei mir muss immer eine Kerze brennen abends und ja, also ich kann da nicht drauf verzichten, da ist auch jeder anders. Und die finde ich einfach ganz toll, die kann ich auch wärmstens empfehlen.